Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Fall Guys, beziehungsweise einem etwas anderen Video. Und zwar heute werde ich euch zeigen, welche Skins es noch geben wird. Ja, ich bin hier im Programm, was das halt liest, die Sachen. Und das funktioniert, weil Fall Guys in Unity programmiert wurde. Eine bestimmten Entwickler Engine, sage ich jetzt. Ich habe damit auch schon ein bisschen programmiert. Nein! Okay. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Abstimmen gibt es ja leider nicht mehr bei YouTube. Hier gibt es ganz viele Sachen. Aber wir beginnen jetzt schon mal mit den Sachen, die euch wahrscheinlich interessieren. Und zwar die Skins. Hier sieht man alle Skins, auch die Skins, die schon kamen. Hier zum Beispiel auch mehrere Variationen, ein Roboter links unten. Ein Ritter, genauso wie Pommes. Nicht alle von diesen Variationen werden wahrscheinlich erscheinen. Auch ein Drache, alles mögliche. Könnt euch das ja gerne, wenn es euch genau interessiert, in Slow-Mo anschauen und mal Pause machen. Auch ein Affe und so. Ihr seht schon, hier sind sehr viele Skins. Und ja, das sind die Skins, die man bis jetzt weiß. So, das war jetzt eigentlich auch schon der größte Part Videos und weiter gehen wir zu Blender. Hier habe ich, es gibt nämlich die auch als 3D-Modelle, die man dann mit der richtigen Technik auch in Blender reintun kann und animieren kann, für Thumbnails nutzen kann. Das ist der zweite Teil des Videos. Da habe ich mir gemacht. Hier ein Zauberer, ein Ritter, eine Hexe, die habe ich alle hier mal designt ein bisschen, also ich habe nicht wirklich viel Design, aber ich habe die Farben selbst gemacht von den Fall Guys da drin und das auch angepasst. Das ist ja, also falls ihr von mir ein Tutorial sehen wollt, wie man das macht, könnt ihr ich würde sagen, ab 15 Likes mache ich das. Also wenn ihr das sehen wollt, dann liked das Video, dann weiß ich, ob ihr das sehen wollt. Das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Natürlich wollte ich jetzt nochmal ganz kurz sagen,